anschließend und ich hab die, ich kann euch nur versprechen, dass ich frei reden werde und meine Reden nicht runterlese, weil ich nämlich weiß, von was ich spreche und habe mir das natürlich angeschaut und habe natürlich recherchiert vom Kollegen Wanner, weil ich mir gedacht habe, okay, man kann ja auch mal Unrecht haben und dann muss man das auch zugeben. Und ja, der Kollege Heinz Schaden oder nicht Kollege Bürger, der SPÖ-Bürgermeister Heinz Schaden ist am 21.09.2017 in den Salzburger Nachrichten, hat die Frau Direktorin Schmidjel gesagt, dass Heinz Schaden natürlich mit dem Rückkehrrecht in die Arbeiterkammer als Referatsleiter direkt der Arbeiterkammer unterstellt wird, nicht? Wie man aber dann schon gewusst hat, wie das Strafausmaß wegen den Swap-Affären, ihr wisst ja das, dann praktisch einschätzbar geworden ist, hat man gewusst, in der Arbeiterkammer und im besten Fall mit einer Fußfessel zu arbeiten. Ja, ja, schon. Aber ich nehme mir die Freiheit der Rede heraus, dass ich das, was ich recherchiert habe und auf der tatsächlichen Berichtigung deswegen in der Schnelligkeit nicht sagen konnte, dass ich das hier schon noch darstelle. Und jetzt ist mir natürlich klar, aha, er hat die Arbeiterkammer also da nicht antreten können, sondern hat die Politikerpension, weil er noch eine alte Politikerpension vor 97... Er steht zumindest jetzt im ORF. Wenn ihr dem ORF Unwahrheit unterstellt, okay, das habe ich jetzt so schnell recherchiert. Schön ist es nur, oder nicht schön ist es, denn Kanzler Gussenbauer und die Frau Gabi Burgstaller habt ihr außer Frage gestellt. Also die sind praktisch in die Arbeiterkammer, in Ausgedinge hineingekommen. Und das wollte ich euch nur zeigen, wie das mit dem Teilen ist. Jetzt komme ich ein bisschen mehr zur Sache. Es war schon wichtig, dass man nur zeigt, was ihr unter Teilen versteht. Ja. Ja. Wie gesagt, bei der neuen Mangelberufsliste und bei der Rot-Weiß-Rot-Card, ja, alles wird evaluiert und überall muss man nachschauen, was braucht man denn, was sind denn wirklich Mangelberufe, wo werden Mangelberufe gebraucht und hier, natürlich wird es gebraucht. Es wundert mich ja nur, dass gerade von hier dann, wenn es darum geht, dass, wenn man dann doch einmal sagt, ja, in manchen Fällen brauchen wir Ausländer, aber qualifizierte Ausländer. Dann schrickt man sofort auf der Seite eher zurück, weil wenn man hört, qualifizierte Ausländer, ist das schon ein Problem, weil wahrscheinlich vorn das Wort qualifiziert steht oder ich weiß es nicht, warum man dann plötzlich die Panik kriegt, weil sie nicht durch Tor ohne Seiten- oder mit Seitenteile durchgekommen sind. Ganz egal, hier brauchen wir etwas für die Wirtschaft. Und wenn es darum geht, das genauer definiert zu haben, sodass es dann wirklich so dazu kommt, dass es keinen Verdrängungswettbewerb mit den Arbeitslosen, die wir selber im Land haben, kommt, dann ist es wünschenswert und lobenswert. Und auch hier sieht man bei der Regierung die notwendige Weitsicht. Applaus